Hey Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Dieses Mal habe ich einen riesigen Bookhaul für euch. Es sind ganz viele Bücher bei mir jetzt zusammengekommen von der Arbeit, die mir Freunde in die Hand gedrückt haben oder die auf sonstige Weisen zu mir gekommen sind. Deswegen will ich gar keine Zeit verlieren und wir schauen uns mal an, was so auf meinem Nachttisch liegt zurzeit. Dann wir einmal aus dem Weißbuchs Verlag von Luna Al-Musli, als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen, oder Der Islam und ich. Das ist, wenn ich das richtig weiß, das zweite Buch der Autorin, das im früher Frankfurter Weißbuchs Verlag, mittlerweile ist der Verlag nach Zürich umgezogen, so erschienen ist. Es sind so Geschichten aus dem Leben gegriffen, sage ich mal, viel mehr weiß ich eigentlich gar nicht drüber, aber ich schätze den Verlag. Ich war ja mal vor langer Zeit Praktikant dort, ist schon ein paar Jahre her. Sehr feiner Verlag mit immer wieder interessanten, überraschenden Titeln. Und ob dieses Buch sich lohnt, werde ich euch berichten. Und dann für meine Sammlung hier hinten mit Büchern über Bücher habe ich die geheime Bibliothek von Daraya. Da geht es um eine Bibliothek in Syrien. Ist irgendwo auf Arbeit aufgetaucht. Wir haben da so ein Regal mit Büchern, die bereits besprochen wurden oder die nicht mehr besprochen werden und dann aussortiert werden irgendwann. Und da habe ich das gefunden und finde das Thema sehr, sehr spannend. Syrienkrieg ist ein Thema, das mich sehr, sehr bewegt und sehr betroffen macht. Und was es mit dieser mysteriösen Bibliothek auf sich hat, das interessiert mich sehr und da bin ich sehr gespannt, das zu erfahren. Ein Buch, das ich noch besprechen muss, ist aus dem Hansa Fachverlag. Hier geht es um Storytelling mit Bildern, also auf durch Fotografien und Bewegtbild. Das Interessante ist, dass auch ein E-Book enthalten ist und dass sehr viel mit Links auch gearbeitet wird. Dieses Format ist so ein bisschen ungewöhnlich, wie ihr sehen könnt. Das ist so 16:9 Format, also so, wie man das aus dem Film eigentlich kennt. Ich kann bisher nicht sagen, dass das besonders gut in der Hand liegt. Das Gegenteil ist leider der Fall. Und ich finde auch nicht, dass es das besonders übersichtlich macht. Also dieses Format ist zwar ein Eyecatcher, aber also mich hat es beim Lesen bisher so ein bisschen gestört. Ich habe schon reingelesen, es sind viele interessante Dinge drin. Sehr, sehr viele interessante Dinge drin, die allerdings oft auch nicht so besonders tief gehen, habe ich das Gefühl, aber ich werde mir das noch ganz genau anschauen und auch noch genauer vorstellen. Dann habe ich was getan, was seit 2 Jahren überfällig war. Ich habe in der Frankfurter Stadtbücherei meinen Ausweis endlich mal verlängert, weil ich habe mir ja vorgenommen, nicht einfach leichtfertig so viel Geld in Zukunft für Bücher auszugeben. Und bin dann auf die Idee gekommen, ja, es gibt einen Ort, wo du viele Bücher kostenlos, zumindest eine Zeit lang an dich nehmen kannst. Die wenigsten Bücher liest man mehr als einmal. Deswegen habe ich meinen Ausweis verlängert und habe mir gleich ein paar Titel mitgenommen, nämlich einmal von Roger Willemsen, den ich sehr schätze, den Großessay Der Knacks. Es sind mehrere Kapitel drin, in denen dieser Knacks, also Sachen, die nicht funktionieren oder Sachen, die nicht mehr funktionieren, Enttäuschungen, die das Leben so mit sich bringt, sind dann in so Unter-Essays, werden die behandelt, ne, von Liebe bis zum Tod. Und das verspricht sehr interessant zu werden. Roger Willemsen ist ein großartiger oder war ein großartiger Stilist. Ist zu früh von uns gegangen und dieses Buch von ihm kenne ich noch nicht und ich freue mich sehr aufs Lesen. Dann noch so ein Großmeister, die Biografie oder eine Biografie über Tolkien. Auch hier habe ich schon reingelesen. Es ist ganz schmal, ein bisschen über 100 Seiten, viele Fotos. Tolkien war ja so ein interessanter, sehr, sehr englischer
Herr, sage ich mal, mit einem interessanten Leben, natürlich eine ganz andere Zeit. Und über den Autor von dem Herrn der Ringe und dem Hobbit mehr zu erfahren, das würde mich sehr interessieren, weil auch bei mir ist es so, dass der Herr der Ringe definitiv eins meiner Lieblingsbücher ist und so eines der Bücher ist, die ich als Jugendlicher mehrfach gelesen habe. Ich habe das 3-mal gelesen in dicken Schinken und liebe dieses Buch sehr und fand auch die Filme sehr gut. Und die Biografie ist hoffentlich genauso gut. Und mein erster Eindruck ist, sie ist gut. So, von Jan Becker habe ich ja schon mal ein anderes Buch gelesen. Das hat er, glaube ich, vorher geschrieben. Du wirst tun, was ich will. Auch hier geht es um Selbsthypnose bzw. Hypnoseversuche, die andere vornehmen. Ist natürlich ein bisschen dick aufgetragen, weil eine richtige Hypnose, also eine Werbung oder sonst was, ist noch keine Hypnose. Aber sagen wir mal, es geht um Manipulationen und auch darum, so ein paar Sachen darüber zu verstehen und zu lernen, wie ich mich selbst auf eine gute Spur setzen kann oder meine Stimmung ändern kann, indem ich mich selbst quasi hypnotisiere. Es sind Übungen drin. Und das letzte Buch fand ich ganz gut mit ein paar ganz kleinen Abschnitten, aber ich fand es sehr gut. Und ob das auch für dieses Buch gilt, werden wir sehen. So, ein weiterer interessanter Autor, von dem ich auch schon mal ein Buch hier vorgestellt habe, ist Matthias Hawkes. 15,5 Regeln für die Zukunft. Also er bezeichnet sich selbst also als Zukunftsforscher. Und ich habe von ihm hier schon Future Love vorgestellt. Da geht es um Szenarien so über Liebe und Erotik in der Zukunft, wie sich das entwickeln könnte. Hat mir sehr gut gefallen, das Buch. War auf jeden Fall gut geschrieben. Ein paar steile Thesen drin und so, aber das macht den Spaß bei so Büchern über die Zukunft ja auch aus. Auch das ist ein Buch, das zu uns auf Arbeit kam und das ich für meinen Arbeitgeber noch vorstellen werde. Ihr seht, das ist eins von den Ullstein-Büchern, die ohne Schutzfolie auskommen und dafür einen kleinen Aufkleber unten haben, der natürlich auch aus Folie besteht. Gut, es soll jetzt hier nicht um Schutzfolie gehen. Meine Meinung ist, macht einfach mehr Leineneinbände und dann hat sich das Thema Schutzfolie erledigt. So, entsprechend über das Buch kann ich gar nicht, um darauf zurückzukommen, über das Buch kann ich gar nicht so viel sagen, weil ihr seht, es ist noch zu. Ich werde es öffnen, hoffentlich bald, und dann schauen wir mal, was der neue Hawkes so drauf hat. So, ein Buch, in das ich schon wieder reingelesen habe, das ist Marie Berg, Wann wird diese Hölle enden? Das ist ein Tagebuch eines polnischen Mädchens. Ich glaube, sie war 14 oder 15, als sie dieses Tagebuch geschrieben hat. In Polen, nach dem Einmarsch der Wehrmacht. Und sie hat das Warschauer Ghetto überlebt, ist später in die USA emigriert, hat dieses Manuskript rausschmuggeln können und hat es dann lange überarbeitet und hat es vor kurzer Zeit veröffentlicht. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass es in Buchform erschienen ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist so. Auf jeden Fall habe ich schon reingelesen und es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Tagebuch der Anne Frank. Es ist nicht nur für erwachsene Leser geeignet. Es gibt ein Glossar, wo so ein paar Sachen, die vielleicht unklar sind, so ein paar Begriffe, auch zur Zeitgeschichte, Personen und so weiter, erklärt werden. Es ist wirklich die Lebenswelt eines Teenagers, der den Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Gräueltaten der Nazis halt miterleben musste. Wir sind hier mittendrin. Die Verbrechen, die die Deutschen damals in Polen verübt haben, zählen mit zu dem Schlimmsten, was im Zweiten Weltkrieg überhaupt passiert ist. Insofern eine sehr wichtige Lektüre und auch eine Lektüre, auf die ich mich
durchaus freue, auch wenn das natürlich ein schwieriges Thema ist. So, mein letzter Quartalskauf bei der Büchergilde. Die neuen Seidenstraßen. Es gibt vom Autor auch ein anderes Buch über, wie heißt das, das Licht aus dem Osten. Licht aus dem Osten, das Licht aus dem Osten, glaube ich. Wo er die Weltgeschichte quasi neu erzählt, nämlich nicht mit so einem eurozentristischen Weltbild, sondern mal den Fokus ein bisschen zurechtgeschoben, und dann liegt er nämlich weiter im Osten. Und hier geht es im Speziellen um die, also nicht um die alten Seidenstraßen, sondern letzten Endes geht es hier um Wirtschaft. Ich habe schon reingelesen, ihr könnt es sehen, wie viel habe ich geschafft. Ich glaube so 50 Seiten, dann bin ich ein bisschen ins, ja, mehr als 70 Seiten, dann bin ich so ein bisschen ins Stocken geraten, weil er ein bisschen viel Zahlen runterbetet und es nicht so plastisch erzählt ist, wie ich mir das erhofft hätte. Also ich hätte mir mehr Erfahrung und mehr Forscher und Persönlichkeit erhofft und nicht so viele Zahlenkolonnen. Bisschen schade, aber das Thema ist sehr interessant. So, und dann haben wir hier noch ein Buch, das auf Arbeit zu mir gekommen ist und wo ich mal reinschaue. Eigentlich habe ich es nicht so sehr mit Kochbüchern, aber das ist von einem sehr, sehr interessanten Leuten. Just Spices heißen die, also das ist kein Konzernverlag oder so, sondern so ein Herzensprojekt. Ja, soll ich sagen, das ist ein Kochbuch, es geht um einfache Küche. Ich koche selten nach Kochbuch, aber ich werde mal reinschauen, ist auf jeden Fall schön gemacht. Und wenn es gut ist, berichte ich hier, und wenn es nicht so gut ist, dann hört ihr nie wieder was davon. Jedenfalls nicht von mir. Dann gibt es zuletzt noch ein kleines antiquarisches Buch, das hat eine Freundin mir geschenkt, nämlich zu unserer Hochzeit. Ja, sie kennt meinen Geschmack sehr gut, als von Friedrich Rückert, Liebesfrühling, also Liebeslyring, so ein richtig schöner alter Schinken, so quasi mehr so Liebeslieder, aber die Ausgabe ist wunderschön und ja, also vielen Dank, Madeleine, ich freue mich da sehr aufs Lesen, ich habe auch schon ein bisschen rein gelesen, ist eher nichts, um es meiner Frau vorzulesen, aber das macht nichts. Ja, man kann ja auch mal für sich selbst lesen. Ja, das waren jetzt eine ganze Menge Bücher. Ich hoffe, es war auch für euch irgendwie was dabei, was euch anmacht, was euch gut gefällt. Lasst mal hören, welcher Titel euch am meisten anspricht, welches Buch euch auf gar keinen Fall anspricht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.